Ja, und dann auf dem Berg. Ich wollte endlich wissen, ob sie ihren ersten Mann umgebracht hat. Wenn du das wirklich wissen willst. Ja. Sie hat es zugegeben. Bitte fahren Sie fort. Ich habe versucht, sie zu überzeugen, dass sie sich freiwillig der Polizei stellt. Aber dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe Barbara den Rücken zugekehrt. Dieser Frau darf man niemals den Rücken zukehren. Sie hat die Gelegenheit eiskalt ausgenutzt und mich mit einem Stein niedergeschlagen. Ich verlor kurz das Bewusstsein. Und als sie wieder zu mir kam, da sah ich, wie Miriam, meine jetzige Schwiegertochter, an der Klippe hing und um Hilfe schrie. Ich bitte um Ruhe. Mein Sohn Robert lief zu ihr, bückte sich, um sie hochzuziehen und da sah ich, wie sie... Du bist auf Robert losgegangen, du Mörderin! Herr Saalfeld, bitte mäßigen Sie sich. Entschuldigung. Ich konnte sie zum Glück zurückreißen. Sonst hätte sie meinen Sohn mit einem großen Stein erschlagen. Und Miriam wäre unweigerlich abgestürzt. Und die Angeklagte? Die wollte fliehen, aber sie stolperte, kam in Straucheln und rutschte über die Klippe. Sie konnte sich gerade noch festhalten. Ich habe sogar versucht, sie hochzuziehen. Wie edel. Der Zeuge hat das Wort. Sie hat meine Hand losgelassen. Absichtlich. Ich glaube, sie sah wohl, dass sie keine Chance hatte. Ja, und dann ist sie abgestürzt. Ja, noch irgendwelche Fragen? Herr Saalfeld, sind Sie sicher, dass Frau von Heidenberg die Absicht hatte, ihrem Sohn den Stein auf den Kopf zu schlagen? Absolut sicher. Dieses Bild hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt.